Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen die Tragödie von Winterpoint, einem Wimmelbildspiel aus der Serie Mystery Trackers. So, warte mal, wo geht's denn hier los? Willkommen spielen, da oben geht's los. Auf geht's. So, wie spielen wir? Im Elfenmodus. Das finde ich gut. Ist meiner Wissenschaftler, Kältewander, blablabla. Nee, wir nehmen Elfenmodus. Ich will ein Elf sein. Los, wer macht mit? Bett voll. Na los. Zack, zack. So macht man auf sich aufmerksam. Ich sollte besser Agentin Shade schreiben. Ach, da ist ja Winter's Point Station. Aber erst einmal. Oh, was ist jetzt? Mysteriös. Es sieht nicht gut aus. Ich muss den Strom hier einstellen, um hinein zu gelangen. Alle Eingänge sind so verbunden. Das ist nicht gut. Können wir erstmal um Wauzi. Hallo Wauzi. Möchtest du das Spiel kurz erklärt bekommen? Nein. Naja, gut, nur spezielle Sachen. So, Wauzi. Komm zu mir. Komm. Och, du armes Kleines. Ich muss meinen kleinen Freund hier befreien. Ja, in der Tat muss ich. Warum muss ich meinen Freund. Ja, du mach doch. Er ist doch da nur. Kannst du es nicht auseinanderfummeln? Mann. Okay, was haben wir denn da hinten? So, hier ist ein Stück Schal. Sehr mysteriös. Okay. Manchmal hast du Autoverschlüsse. Ja und? Okay, man braucht einen Schlüssel. Kein Signal. Wenn ich Glück habe, ist der Code hier irgendwo notiert. Was ist denn das da unten? Eine Kröte? Oh, ups. Ich kann es nicht riskieren, meine Handschuhe zu zerschneiden. Okay, dann nehmen wir doch mal das hier. So, alles klar. Und damit kommen Wauzi jetzt aber. Ja. Oh. Ja, was ist denn? Ja, Mensch, du kleiner Gockel. Ja, du mit den Riesenohren. Ja. So, was haben wir noch? Klemmt fest. Ich muss dies aufbrechen. Ganz dringend. Okay, Wauzi nehmen wir mit. Wauzi haben wir aber nur eine Zeit lang. Okay. Können wir Wauzi da durchschmeißen? Wahrscheinlich nicht. Okay, so, hier gibt's nichts weiter. Was ist denn hier noch so? Da ist nix, da ist noch eine Flagge. Ui, Alaska. Ich fand sie schon immer besonders. Da kommen wir nicht hin. Lalalala. Okay, dann bleibt ja nur noch hier übrig. Ja, können wir da Wauzi durchschicken? Bestimmt, ne? Wauzi. Ja, voll lieb von dir, du bist ein guter. Ja. So, die Stange nehmen wir mit. Mit der Stange können wir dann das Ding hier aufbrechen. Ja. Ah, und Leute, deshalb sind wir hier wegen Sternchen. Na Quatsch, Blödsinn. Wir sind wegen Wimmelbildern hier. Oh, okay, gut. Als erstes bekommen wir hier ein Wimmelbild, wo wir nur die Schatten sehen. Und ja, also falls ihr noch nie Wimmelbilder gespielt habt, man bekommt immer so ein Bild angezeigt, das über und über mit irgendwelchen Dingen voll ist. Und man muss halt eben die Sachen finden, die hier unten aufgelistet sind. In diesem Fall sind nicht die Pforte hinterlegt, also Koffer zum Beispiel, wie hier, sondern ja, die Schatten eben. Okay, so. Was machen wir denn jetzt mal? Da ist noch ein Messer, Apfel, Garnspule, noch eine Garnspule. Hier, Garn. Fangen wir mal damit an. Garnspule. So, Apfel haben wir da oben. Diese Zahnbürste. Oh, okay, das müssen wir erst zusammenpacken. Gut, meinetwegen ist zusammengepackt. Ein Skorpion, eine Tasse. Tasse sehe ich hier. Ja, was? Ein heißes Getränk würde mich stärken. Aha. Okay, was? Achso, hier. Da, vielleicht so. Wie wäre das? Super. Ich nehme mal an, das ist Tee, nicht Kaffee. Hm. Ein Skorpion. So, das hier sieht nach der Pistole hier aus. Taschenmesser ist da oben. Ein Hammer. Aber hier.
Eine Trinkflasche, das ist da, so eine Tubendose oder so. Ja. Und hier Klebestreifen. So. Ja, was für ein Fund. Vielleicht kann ich das doch rennen. Yay. Okay, aber hier sehe ich auch. Info? Was? Wie ist der Name deines Partners? Was? Wie heißt dein Begleiter? Gib den Namen ein. Elf. Ich bin so gut. So. Okay, alles klar. Sag ich doch, ich will die Elfe sein. Visier. Was fehlt denn da drin? Oh. Alter. Here, Detective. We brought you some spy bling. It's the latest in scanning technology. Use it to identify sources of heat and energy, as well as damage to life support systems. Du hast das Visier aktiviert. Drücke auf den Knopf, um deine Umgebung zu scannen. Ja, mach mal. Daten werden identifiziert. Umgebungsscan empfohlen. Dann machen wir das doch mal. Scannen. Cool. Fortschritt mal 6. Was? Achso, wir sollen die Blitze finden. Ja, ist gut. 1, 2. Ah, was? Was nun? Stromlinien? Okay. Okay, da ist noch einer. Hier ist noch einer. Und? Was ist jetzt? Noch ein Finden oder was? Okay, 2. Da sind die letzten beiden. Cool. Stromlinien verbunden zum mit dem Blutschunger. Aktiviere die Stromversorgung, um herzustellen. Natürlich. Super. So, können wir das? Es gibt auch eine Verwendung für den Schmuck. Was für Schmuck denn? So, das nehme ich mit. Das ist eine Karte, das ist sehr gut. Das ist immer gut zu haben. Gib den Türcode ein, nachdem du das Stromsystem neu geladen hast. 1989. Natürlich. Schrauben, hier ist euer Meister. Okay, wir haben der zufällige halt, doch geht. Okay, macht er von alleine. So, und aktivieren. Yay! Was? Ich muss den Strom wieder anstellen? Alle Eingänge sind zu finden. Aber was habe ich denn gerade gemacht? Lange in die Winterpoint Station. Jawohl. So, nix mehr drin. Und was ist jetzt hier? Das hätte einfacher sein können. Sauerstoff 15%. Retardenten Shade. Meine Güte, das kommt mir so bekannt vor. Ja, krass. Wichtige Daten wurden identifiziert. Umgebungsscan empfohlen. Natürlich gerne. So, Fortschritt O2. Sauerstoff. Wie viel? Noch einen. O2. Da. Ja. Ja, öffnen das Ventilrad, um Sauerstoffversorgung wiederherzustellen. Okay, dann machen wir das doch mal. So, das ist natürlich der Schnappen mit. Natürlich, die Stange ist weg, das nehmen wir auch mit. Ist das nicht ein bisschen, ich weiß nicht, okay, na gut. Komm, du kommst da auch nicht ran, ne? Nein. Halt noch ein bisschen aus, ich bin gleich bei dir. Was haben wir denn hier? System beschädigt. Was ist das? Säge. Ja, allerdings, dich nehme ich auch mit. Okay. Können wir denn mit der Säge? Natürlich, kein Thema, siehst du. Und wir machen es auch ganz ordentlich. Ist ja nicht so, als ob wir in der Zeit hoch wären. Book. Was ist denn für ein Buch? Buch. Okay. Sie atmet. Jetzt muss ich sie nur noch rausholen. Buch. Okay. Sie möchte, dass ich ein Buch verwende. Was? Hier liegt aber kein Buch. Was? Okay, muss ich das Buch erst noch finden, oder was? Okay. Ja. Nein, halt, nein, ich will nicht wieder raus. Nein! Es wird viel zu kalt da draußen. So, was haben wir denn hier? Hier liegt allerlei Getöse herum. Das ist sehr schön.
Shade und Lens Schlossöl. Ach, sag bloß. Ist ja mal nix. Ich kann mit etwas dünnem anheben. Nein. Ja, das geht. Okay, cool. Shade Tagebuch. Anscheinend ist die Theorie des Professors richtig. Er ist in seinem Ziel sehr nah, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich muss sehr sorgfältig und vorsichtig umgehen, obwohl das Artefakt auch die Kreaturen können. Also, sowohl das Artefakt als auch die Kreaturen können sehr gefährlich sein. Na? Okay. So, und hier haben wir das Buch. Verstehst du? Das Buch. Okay. Mehr gibt es hier erstmal nicht. Öl haben wir nämlich nicht dabei. Was ist hier? Oh, hier brauchen wir noch Batterien. Okay, gut. So, das Buch. Was? Info. Was? Beobachte ergänzend Shades Gesten. Finde dann die Anleitung. Die Gesten sind ein Code. Knacke sie. Okay, Draht. Was? Draht. Psst. Und das. Draht. Psst. Das nicht. Hä? Nein, ich will nicht. Lass mich dreimal gucken. Telefonieren? Nicht Sound? Achso. Rot und telefonieren. Rot, gelb. Okay. Was? Rot, gelb, Info, ja. Code knacke ihn. Also, rot, gelb. Rot, gelb. Essen. Winke, winke. Und boom. Was? Okay. Was ist das hier für ein Zeug? Das da? Und winke, winke. Und jetzt fehlt noch Blumen, ne? Was hier? Okay. Oh, weiß. Aha. Okay. Ach so, hier blau, weiß. Ne. Daumen. Money und bye bye. Gut. Daumen nicht. Money. Daumen. Money. Und den anderen habe ich auch schon gesehen. Wo war der denn? Halt, doch, da war er doch. Da. Tasten grün-braun. Wieso das denn? Er hat doch, sie hat doch immer grün. Und ist das braun? Zählt als braun? Ja. Hallo. Retteragentin Shade. Ja. Hallo. Na? I'm glad you came along when you did. One of those cold stalkers left me to die in there. They're miserable beasts. Was sind denn das für Typen? Erzähl mal. Professor Lloyd and the others excavated what they thought were the remains of one of them in the glacier, but it turns out they were only hibernating. One still wandering around here. Oh, ich denke mal, das wird ein Problem, huh? Listen, there's an artifact locked in the lab. Professor Lloyd says we can use it against them. Okay. You better check out the excavation first. The scientists left equipment down there. And I need to rest. Ja, ich weiß, du warst gerade vorm Ersticken. Da brauchst du das. Okay, wir sehen uns die Ausgrabungsstätte an. Okay, was bist du denn hier? Wusch. Mhm, Kältewandler dürfen es nicht erwischen. Was? Okay. Und wir haben noch mehr von den Dingern bekommen. Was gelange ins Labor? Ja, möchtest du dich nicht lieber hinsetzen? Sorry, I really need a rest. Schon gut, alles in Ordnung. Okay, so, hier oben funkelt etwas verdächtig. Karte benutzen. Ich nehme mal an, für dieses hier sein. Jawohl. Hier brauchen wir immer noch das Öl. Naja, das Messer sieht ja ein bisschen verschmiert aus, aber das scheint nicht zu reichen. So.
Ich habe das Gefühl, dass die Antworten, die ich suche, sich hinter diesen Türen verbergen. Meinst du? Es ist die Nacht. Zu blöd. Okay, dann mag uns wohl jemand nicht sehen. Was ist denn hier? Was? Agentin Shade erfindet Artefakt, das könnte sich hier verbergen. Ja, guck mal, hier passen doch diese Dinger rein. Ein bisschen Inventarmanagement betreiben, ne? So, zwei sind schon mal weg. Schrank. Dafür mache ich das Hauptprokurativ verantwortlich. Die Lüge ist durchgebrannt. Das macht nichts. Wir holen uns so schnell die Sachen. Was? Und weiter? Na gut. Scheint nicht so interessant. Was haben wir denn hier? Nägel und ein Stock. Natürlich. Okay, so. Gentil Schilder. Ja, ja, ja. Da gehören sie hin. Ach so. Okay. Gut. Und hier? Deaktiviert. Natürlich muss ich sie erstmal aktivieren. Nicht mit dem Ding. Hä? Wie soll das gehen? Wie stellst du dir das so vor? Hä? Hä? Achso, muss ich erstmal Torschlüssel? Nein, nicht den Torschlüssel. Mit dem Messer drin rumprokeln ist offensichtlich auch nicht. Stock, habe ich denn noch was hier am Start? Nazi! Komm mal, mach Pipi. Na gut, muss er nicht. Okay, so, also hier ist die. Wie kann ich das Ganze etwas beleuchten? Naja, hiermit, aber wir haben leider keine Batterien. So. Da ist nichts mehr. Das einzige, was hier noch ist, ist das hier eben. Schlossöl, ja, Maul. Das kriegen wir schon hin. So. Gewalt geht wahrscheinlich auch nicht. Natürlich nicht. Wie ist der selbst an seinen Schrank gekommen? So, haben wir hier draußen irgendwas, was noch, weiß ich nicht, was noch interessant werden könnte. Oh. Okay. So, da kommen wir noch ran. Ach ja, hier, Torschloss. Ja, super. Cool. Na, war auch gar nicht so schlimm. So ein Gletscher. Das muss die Ausgrabungsstätte sein. Meinst du? Hier ist was? Okay. Info. Dreh die Kacheln, um das Bild wiederherzustellen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das hier wohl sein könnte. Oh. Da. Wir müssen die Grabung abbrechen. Wir werden mit mehr Ausrüstung und Verstärkung zurückkehren. Zum Glück sind sie eigentlich aufgehört und haben... Ja, genau. Ich nehme das Zeug einfach mit, ne? Ist hier denn noch was? Warte, was ist das? Eine Schaufel. Aber nur der Teil einer Schaufel. Guck mal, kann der Stock so, siehst du, und so, Hammer und so. Ja. Hervorragend. Beste Schaufel ever. So. Was? Leuchte mal dahin. Ist cool, ne? So, mit der Reflexion, das sieht schon klasse aus. So, aber hier ist, ja. Der Weg ist verschüttet. Mensch. Und schon kommt eine Autotür zum Vorschein. Hallo? Darum habe ich ja einen Freund mitgebracht. Oh. Motzi. Hüpf. Oh. Ja, ich weiß, kriegst ein Leckerli. Oh, ich habe gar keins dabei. Mensch. So, dich nehme ich erstmal mit. Das ist eine wissenschaftliche Entdeckung, die ich nie hätte gefunden sollen. Mutter, Professor Lloyd hat mich gebeten, länger in der Station zu bleiben. Er machte eine fantastische Entdeckung und ich muss ihm helfen. Diese Entdeckung wird die Welt verändern. So, hier gehört noch ein Hebel hinein. Nein, können wir natürlich nicht. Und die Schaufel ist selbstverständlich auch wieder weg. Toll. Okay, haben wir denn sonst was? Nö. Alles weg. Okay, gut. Ne. Gehen wir erstmal wieder rein. Na, ist klar. Lässt sich ganz schön hängen, du. Ja. Yay, gelange ins Labor. Natürlich. Na. Oi. Hier geschieht die ganze Wissenschaft. Das muss das Artefakt sein, das Agent Shader.
Wow, ich muss es befreien. Unbedingt. Get that camera working. He's alive. Naja, ich weiß ja nicht. Oh, warte, halt, nein. Nein, nein, nein. So, da war doch was. Eine Zielscheibe. Jemand hat den Code dafür aufgeschrieben. Bestimmt. So, hier hinten ist auch noch irgendwas. Keine Netzverwendungsstelle. Den Stick. Wieder. Das L steht für Liebe. Jemand saß gerade noch hier. Dann trinkst du das einfach. Na gut. Okay. Gut, haben wir im Moment nicht am Start. Dreieckschlüssel. Ja, habe ich schon gesehen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo. So, und hier, nein. Und hier blinkt es doch. Die ich nehme mit. Ach, hier. Kältewander dürfen nicht entwischen. Warum nicht? Da ist der Stick, oder? Das ist zumindest ein Stecker. Jemand hat den Schalter herausgerissen. Das ist doch eine Unordnung hier. Da ist nichts gut. Stoppe die Selbstzerstörung der Station. Natürlich. Wichtige Daten wurden identifiziert. Na klar. Psst. Okay, wir sollen wieder die finden. Ja. Da ist noch einer. Hier ist noch einer. Tap. Verbindung unterbrochen, war heute nötig. Repariere das lokale Netzwerk. Na klar. Ich kenne mich mit Computern aus. Klar. So, ich bin nicht so groß. So, was können wir hier machen? Das können wir nehmen. Meine Arme sind nicht lang genug. Oh. Tap, 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 tap. Mensch. Oh. Danke sehr. Hier fehlt aber ein Stück des Steckers. So. Ich muss den Stecker so konfigurieren, dass er genau passt. Hä? Was? Was? Okay. Irgendwas scheint ja noch nötig zu sein. Gut. So, was ist mit hier? L-Stecker? Nee, das Hebel ist doch draußen. Warte, Hebel ist draußen. Ja, ja. Oh, sie ist weg. Ja, die Guteste hat uns da einfach hängen lassen. Das ist nicht nett. Sie hätte zumindest mal nachfragen können. Hey, ist was? Ist was, Doc? Und wieso können wir hier noch reingucken? Weiß ich nicht. Yay! Info. Dreh die Scheiben, um das Bild wiederherzustellen. So, die mittlere Scheibe ist nicht drehbar. Ah, sieht gut aus, ist aber nicht unser Ding. So. Yay! Eine Crimp-Zange. Okay, damit können wir den Schalter dort einbringen. Aber ich übe hier erstmal ein bisschen rum. Bisschen Schmiererei. Jo. Cool. Mein Schieber, der Schieber fehlt. Ah. Ernsthaft? Haben wir denn eine Büroklammer oder sowas dabei? Nee, haben wir leider nicht. Na gut. Okay. Dann benutzen wir mal die Crimp-Zange. So. Sehr gut. Okay. Die Netzverbindung wurde wieder. Netzwerkverbindung wurde hergestellt. USB-Stick. Wir brauchen immer noch den Stick. Cool. Können wir jetzt ein Ventilrad anbringen? Nee, halt, warte, stopp. Da unten. Das wissen wir noch nicht. Nein, das wissen wir auch noch nicht. Das wissen wir. Oder wissen wir das schon? Jemand hat einen Schalter herausgerissen. Nee, das wissen wir noch nicht. Okay. Das könnte ein bisschen nervig werden. Nee, wir haben noch keine Batterien. Und hier haben wir keine Ahnung, was da rein soll. Deaktiviert. Keine Ahnung. Okay, das wohl alles nicht. Na gut. So, raus.
ist nichts weiter. Und hier ist nur die Sache mit. Ja. Hier ist nur die Sache mit dem Schieber für den Reißverschluss. Okay. Ich wusste jetzt erstmal nicht. Habe ich denn hier hinten irgendwas übersehen? Nein, 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 nein. Nein. Und da, doch, ich komme immer noch ran. Aber wozu? Ja. Ja, ja. Ist hier eine, hier ist keine Nadel dran oder so. Wieso komme ich hier noch ran? Okay. Weil dann diese, also wenn es das Schriftstück wäre, hier komme ich auch nicht mehr dran. Also insofern. Hier. Ja. Gut, machen wir uns die Karte zunutze. Ja, da sind wir, Spieler. So, was zu erledigen gibt es hier und im Labor. Also im Vorraum und im Labor. Und eine Aufgabe, ach, keine Aufgabe, im Korridor. Na gut, wisst ihr was? Dann gehen wir da nochmal hin. So, also, hier gibt es was zu tun. Ja, das weiß ich, das ist dieses Ding da. Toll. Vielen Dank für die Mitteilung. Keine Sorge, wir haben genug Zeit. Die Selbstzerstörung ist zwar aktiviert, aber nein, so funktionieren Spiele nicht. Was ist das? Achso. Okay. Halt, warte mal. Liegt das vielleicht möglicherweise hier irgendwo drin? Nein. Hier liegt auch keine Büroklammer mehr so drin. Tja. Kannst du da noch ein bisschen rumkratzen? Ach, warte mal, Blumenmesser aufschlitzen? Auch nicht. Der Nichpe. Okay, Lager, Labor. Ja. Da gehört die Laterne hinein. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Geht es jetzt weiter? Liegt denn hier irgendwas? Können wir da improvisieren? Nein, Improvisation ist nicht sein Ding. Liegt hier irgendwo eine Büroklammer herum? Nein. Hier ist auch nichts, gar nichts. Überhaupt nichts. Steht das dumme Ding hier im Weg rum, ne? Da. Oh, ach so. Ja, alles klar. Halt, nein, war schon richtig. So, okay. Aus der Kamera konnten wir die Batterien mitnehmen. Nun denn. Also. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Wimmelgetöse. Yay. So, natürlich nur für einen Ausschnitt. Ah, okay. Kiste, Benzinkanister, Dosenfutter. Benzinkanister. Kiste, Zentrifuge, Walkie-Talkie und eine versteckte Lupe. Das war die Zentrifuge. Warte, was ist hier? Um heranzukommen, muss ich den Monitor zerbrechen. Ist hier irgendwie eine Nummer? Das ist Walkie-Talkie. Da ist eine Nummer. So? Ja, funktioniert. Okay, gut. So, Kiste, Kompass, Mikroskop, Warnschild. Kiste, Kompass, Mikroskop, Bohrmaschine, Pistole. Bohrmaschine, Pistole. Mikroskop, Kompass und Kiste. Kiste. Ist hier was drin? Ja. Kiste, Mikroskop und Kompass ist hier. Okay. Juhu. Was für ein Fund. Vielleicht kann ich das noch verwenden. Ein Fund gehacktes. Jawohl. Ich sollte versuchen, das Schloss aufzuschrauben. Da ist doch nur so ein alter Haken dran. Okay, was haben wir denn hier? Zertifikat Nummer 65, Operation Kältewandler. Hiermit wird zertifiziert, dass das Geländefahrzeug Storm Professor Lloyd zur Verfügung gestellt wird, um die archäologischen Forschungen in der Arktik zu unterstützen.
Arktik? War es nicht Antarktis? Hm. Paul Hobbs, Leiter an der Arktisches Forschungsinstitut. Und die nehmen wir mit. Ja, spitze. Ist denn hier noch was? Warum können wir noch da rumfummeln? Können wir? Nee, können wir nicht mehr. Und jetzt haben wir nämlich auch eine Büroklammer. Und mit der können wir hier die Dinge öffnen. So. Juhu, hier gibt es einen USB-Stick. Ja, nerv mich. So, Stick. Okay, interessant. Diese Kälterwandler lassen mir die Haare zu Berge stehen. Wir haben die gestört. Wir haben die einfach nur, wir gehen denen auf den Sack. 14.23 Uhr. Der Kältewandler wurde im Gletscher geortet. 17.22 Uhr. Der Kältewandler wurde aus dem Gletscher entfernt. Wir haben auch ein mysteriöses Artefakt geborgen, das eine unbekannte Art Energie ausströmt. Die Erforschung des Kältewandlers hat begonnen. Spitze. Sind ihnen einfach nur auf die Nerven gegangen? Oh. Okay. Bewegen die Sicherheitskameras und suchen nach Punkten, wo der Strom blockiert ist. Verbinde dann die Stromleitung, um die Energie fließen zu lassen und die Tür zu öffnen. Was? Die Tür wurde gewaltsam abgeschlossen. Öffne sie mit Hilfe der Schnittstelle in der angrenzenden Einheit. Was? Was? Was ist das hier für mich? Was? Eine andere Quelle für euch? Okay. Super. Was? Findet die Heizsystem? Was? Was? Was weiß ich? Das sieht nach einer Schnittstelle aus. Nicht? Was? Was ist das hier für ein Blödsinn? Was? Ah, toll. Ich habe die Heizsystem-Schnittstelle gefunden. Okay. Cool. Welche ist es? Das Heizsystem ist überlastet. Ich hätte die Schnittstelle niemals aktivieren dürfen. Ja und? Okay. Blockiere den Eindruck, indem du die Tür hinter ihm. Was? 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 Okay, cool. Okay. So, ja, Mensch. So. Der Eindringling wurde blockiert. Du kannst die Checkpoint-Tür öffnen. Yay. Finde die Türkontrolle. Welche mag das sein? Okay. Ja. So. So. Okay. Und? Ja, die Tür zum Checkpoint ist geöffnet. Super, aber die Selbstzerstörung ist immer noch aktiv. Ah, sieh mal an, wen haben wir da? Das kennen wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Ist da noch irgendwas? Noch mehr Kaffee? Das brauchen wir nicht. Achso, das L, natürlich. Ja, klar. Und hier brauchen wir auch noch den Code, aber Selbstzerstörung ist noch angesagt. Wusch. Okay, bevor wir da reingehen, ich brauche mal eine kurze Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Macht es gut. Tschüss.